Ich möchte über den heiligen Athanasius predigen, weil er mir immer sehr herzlich nahegegangen ist, nicht nur weil ich Theologieprofessor bin, sondern weil man aus seiner Biografie einiges lernen kann. Wir gehen jetzt 1700 Jahre zurück. Er wird geboren 295. Das ist zu einer Zeit, wo die Christen noch verfolgt werden und es kostet Verachtung, Ausgrenzung, Ausschluss aus dem öffentlichen Leben, manchmal auch Folter und Tod, wenn man Christ wird. Die große Christenverfolgung unter Diokletian 304 hat ja uns Österreichern auch die ersten Märtyrer, den heiligen Florian, den wir übermorgen bescheren. Da ist er 9 Jahre alt, der Athanasius, wie diese Christenverfolgung hier 31 Menschen zu Tode bringt. Athanasius wird geboren, er ist hochtalentiert und die Christen in Alexandrien, eine Gründung Alexanders des Großen, der seine griechische Kultur überall hin importiert hat. Alexandrien besteht bis zum heutigen Tag und ist die größte koptische, also christliche Gemeinde im heutigen Ägypten. Und sein Nachfolger des heiligen Athanasius, der trägt den Titel, wie sie damals die Patriarchen, also die Erzbischöfe dieser Apostelsitze getragen haben, nämlich Papa, Papst. Dort, wo ein Apostelnachfolger gestorben war, dort haben die Bischöfe den Titel Papa getragen. Petrus war in Rom, deshalb trägt dort eben, der dortige Erzbischof trägt den Titel jetzt eben Papst und genauso eben der Bischof von Alexandrien, Nachfolger des heiligen Markus, heute ist das Tvardos und er wird auch mit Recht Papst genannt. Also Franziskus spricht den Tvardos auch mit Papst an, weil er eben Nachfolger ist, auch wenn er jetzt nicht mehr in der vollen Einheit mit der katholischen Kirche ist. Also wir sind in dieser Zeit und dann kommt das Jahr 313 und Konstantin gibt den Christen die Freiheit. Das Erste, was wir von Athanasius lernen, ist, dass man junge Talente fördern soll. Der damalige Bischof Alexander von Alexandrien hat erkannt, dass dieser junge Christ, dieser Athanasius, gescheit ist. Ja. Und er hat richtig reagiert, wenn man nämlich erkennt, dass jemand anderer talentiert ist und was kann. Und wenn man in der Position dazu ist, dann soll man nicht, wie das heute oft der Fall ist, schauen, dass man ihn eliminiert oder blockiert oder und so weiter, dann soll man ihn fördern. Liebe Leute, das macht jede Firma. Meine liebe Firma Kirche, ja, warum tust du das nicht oder so vielfach nicht? Ja? Warum ist die Eifersucht auf Leute, die was können, in dir oft so groß, in den Pfarrgemeinden und so weiter und so fort? Also, der kann was, ja, dieser Athanasius, und der Bischof nimmt ihn als seinen Sekretär. Es gibt damals Probleme. Das ist das Zweite, was wir vielleicht lernen gleich. Es gibt immer Probleme in der Kirche. Ja? Also so zu warten, bis dieses Problem sich gelöst hat und so weiter. Also das funktioniert nicht. Da warten wir bis zum jüngsten Gericht, ja? Weil eben Jesus sagt, selbst in der Welt seid ihr immer in Bedrängnis. Aber die Probleme sind damals groß. Wir sind in Ägypten, stehen überall noch die Tempel und die Götterstatuen herum und die Christen sind eine kleine Minderheit, nicht? Und ein Gescheiter, ein gescheiter Theologieprofessor, ein Hans Küng, ja, also so ein, der war auch so populär wie der Hans Küng dann, ja, aber jetzt bitte nicht böse sein, wenn ich jetzt den mit dem Hans Küng identifiziere, das ist wieder ein hinkender Vergleich. Also jedenfalls, der Mann heißt Arius und er ist Theologieprofessor, wobei ich nicht sage, dass Hans Küng ein Arianer ist, ja, muss ich immer dazu sagen, aber ein bisschen, ja, und so weiter. Also jetzt muss ich aufpassen. Ja, es geht mir nur darum, ums Gescheitsein, und Hans Küng war wirklich gescheit, ja. Also auf jeden Fall, da kommt ein Mann, der sagt, wir können doch nicht Jesus als Gott, von Gott, als Sohn Gottes, dann sind wir wieder in der Vielgötterei. Also der Sohn, der Logos, das kann nur ein Geschöpf sein. Es gibt nur einen Gott, ja, und der Sohn ist nur ein Geschöpf. Also nicht wirklich Gott, sondern nur ein Geschöpf. Das ist jetzt sehr vereinfacht. Ja. Ich hoffe, dass keine Theologieprofessoren zustimmen. Ich weiß schon, dass es nur um den Logos geht. Ja, also auf jeden Fall, es gibt Probleme größerer Art, weil bei der Frage, ob Jesus Christus wirklich Gott war, ob in ihm ewig Göttliches ist, das sich dann bei der Menschwerdung mit Menschlichem verbindet, daran entscheidet sich unser Heil. Ja? Weil wenn das nicht ist, dann ist du nur ein Prophet.
dann ist er nur ein Gesandter, ein besonderer Mensch mit einem Auftrag. Das haben wir in allen Religionen. Ja? Also es geht um die substanziellste Frage an sich. Und dieser Alexander riecht, dass dieser Theologieprofessor nicht recht hat, dieser Arius, ja, und es kommt dann zu großen Auseinandersetzungen, er setzt ihn ab, aber der Arius hat viele, viele Anhänger und das macht einen derartigen Wirbel und der Kaiser, der gerade den Christen die Freiheit gegeben hat, Kaiser Konstantin, ist ziemlich frustriert. Er hat die Christen gefördert, weil er durch sie Einheit in seinem Reich wollte, weil er gesehen hat, diese Vielgötterei funktioniert nicht mehr. Er hat die Christen gefördert, Sonntag freigemacht, Kreuzigungsstrafe abgeschafft, die Kirchen gebaut, die Anastasis, wo ich gerade war in Jerusalem und so weiter. Und dann fangen die zum Streiten an. Und was macht er? Was machen Römer, wenn sie Probleme haben? Sie rufen eine Senatsversammlung zusammen. Und das macht er, nur es sind nicht Senatoren, die er zusammenruft, sondern es sind die Bischöfe. Das erste Konzil der Kirche, 325 in Nicäa, im heutigen Isnik. Nächstes Jahr möchte ich mit einer Pilgergruppe nach Kleinasien, in die Türkei gehen, möchte endlich mal nach Nicäa kommen, ein Jahr bevor dann das Jubiläum ist, 325. Alexander ist dabei und sein Sekretär Athanasius, um den geht es eigentlich, ja. Und er erlebt dort, ja, wie die Bischöfe unter Einfluss des Heiligen Geistes, Vorsitz des Konstantin, der noch gar nicht getauft ist, etwas entscheiden, das sie gar nicht verstehen so richtig. Ja, weil sie werden dann noch jahrzehntelang drüber streiten. Aber sie sagen ganz richtig, der Sohn, ja, ist Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, eines Wesens mit dem Vater. Also dem Vater nicht nur wesensähnlich, nicht das erste Geschöpf, sondern Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, so wie wir es im Glaubensbekenntnis haben, das große Glaubensbekenntnis, das damals formuliert worden ist. Und dann gehen sie wieder heim und die Streitereien gehen erst richtig los, denn Arius war wirklich populär. Ja? Und das hat man viel leichter verstanden, was der Arius gesagt hat. Er hat so viele Anhänger gehabt und seine Leute haben so schöne Slogans gehabt und sie haben auch die Medien beherrscht. Ja? On het on en hotte botte uken. Das klingt gut. Ja? En hotte botte uken. Das ist griechisch. Ja? Und das heißt, es war eine Zeit, als er nicht war. Das haben sie vom Sohn gesagt. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Es hat eine Zeit gegeben, wo der Sohn nicht war. En, hotte, potte, uk, en. Das heißt, dann ist er nicht Gott. Wenn er nicht ewig ist, ist er nicht Gott. Klingt super. Das ist ein toller Slogan. Nicht? En, hotte, potte, uk, en, hotte, potte, uk, en und so weiter und so fort. Und dieser Arianismus versuchte sich überall durchzusetzen. 328 war dann Alexander gestorben, also der bisherige Patriarch, und der junge Athanasius wurde mit 33 Jahren Erzbischof, Patriarch, Vorgänger des jetzigen Papstes von Alexandrien, und es begann für ihn ein sehr unbequemes Leben. Liebe Schwestern und Brüder, das ist das vierte, was wir lernen. Wer in der Kirche in ein Amt berufen wird, nicht deshalb, damit er dann ein schönes Leben hat, und vielleicht eben jetzt, wie heute die östlichen Bischöfe, eine schöne Krone tragen darf oder nette Gewänder, ja, oder dann eben vielleicht eine schöne Mitra oder schöne Pektoralien oder einen schönen Stab in der Hand, damit er sich besser fühlt. Nein, ja. Der wird berufen, um den Glauben zu verteidigen, um die Offenbarung Gottes zu schützen. Und das hat dieser Athanasius getan. Und das war so dramatisch, die Streitereien zwischen den Arianern und den Katholiken, weil die auch immer verstanden haben, die Arianer, die jeweiligen Kaiser auf ihre Seite zu ziehen, dass er fünfmal in die Verbannung geschickt worden ist. Athanasius war, wie ich schon gesagt habe, gescheit. Ja? Er hat seine Talente eingesetzt. Seine Theologie war brillant, es ging ihm wirklich um die Erlösung. Weil wenn der, der da in die Welt gekommen ist, ja, und den wir jetzt in der Heiligen Messe in seiner Gegenwart feiern, wenn das nicht Gott von Gott war, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, von Ewigkeit aus dem Vater gezeugt, nicht geschaffen, wenn das nur ein Geschöpf gewesen ist, dann sind wir auf der Ebene von allen anderen Religionen. Dann hat es keine Inkarnation gegeben, keine Menschwerdung, sondern nur eben so eine prophetische Sendung aus dem Göttlichen. Das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert. Ja. Gehen wir wieder zum Praktischen.
das habe ich schon mal gepredigt, dass Gott dann auch auf krummen Zeilen gerade schreibt. Das fünfte ist nämlich, dass dieser Athanasius die Mönche liebt. Die Mönche entstehen damals gerade, konstantinische Wende, alle werden Christen, weil es schick ist, weil man gefördert wird. Plötzlich hat man einen Bonus, wenn man Christ wird. Vorher ist man umgebracht worden. Ja? Und plötzlich werden alle Christen. Und da gibt es einige, die sagen, aber so ein Taufschein-Christentum, so ein Bonus-Christentum wollen wir nicht. Wir wollen streng und ernst nehmen. Gehen in die Wüste und leben dort ein asketisches Leben, um dem Gekreuzigten nachzufolgen. Der berühmteste ist Antonius, der 104 Jahre alt geworden ist, ja, der Versuchungen hatte in Form von bösen Schweinen und deshalb auch Sautoni genannt wird. Also dieser Antonius, der ist eine historische Person, wir feiern ihn als Heiligen, ist der Vater des Mönchtums. Den liebt Athanasius, er holt ihn auch manchmal aus der Wüste zum Predigen, um eben jetzt den wahren Glauben zu verteidigen, vor allem aber verfasst eine Lebensbeschreibung dieses heiligen Antonius. Und dann kommt diese Geschichte, wo Gott auf krummen Zeilen gerade schreibt, weil er wird nämlich, wie gesagt, fünfmal in die Verbannung geschickt. Und ein besonders grauslicher Ort für die Verbannung aus ägyptischer Sicht oder damaliger Reichssicht ist das heutige Deutschland, also Trier. Und so, und natürlich muss er da durch Österreich auch ziehen. In Kärnten verehren die Kopten eine Stelle, wo der Athanasius die Messe gefeiert hat, glaube ich. Also auf jeden Fall kommt er dann nach Trier und im Gepäck hat er seine Lebensbeschreibung des heiligen Athanasius, des heiligen Antonius. Und die ist so cool geschrieben, ja, dass der Antonius in der Wüste da, in der Hingabe an Gott, den Versuchungen widersteht. Das ist so richtig ein Action-Krimi, kann man sagen, ja, dass das die Leute begeistert. Und das Mönchtum entsteht auch in Europa. Und noch vieles andere könnte ich euch über den heiligen Athanasius sagen. Vielleicht aber an seinem Fest am 2. Mai am meisten das, dass wir für die Bischöfe, für die Priester, für die die Verantwortung tragen dafür, dass der Glaube jetzt eben weitergegeben wird, ob gelegen oder ungelegen, sollen wir ihn verkündigen. Und wir sollen uns auch hüten, den Glauben zu verfälschen. Nicht dem Zeitgeist anpassen, weil der ist selten eben jetzt Freund mit dem Heiligen Geist. Wer den Zeitgeist heiratet, der ist ja immer sehr schnell verwitwet. Also auf jeden Fall würde ich sagen, dass das heute der Auftrag sein sollte, wo wir so einen wirklichen Glaubenskämpfer, das ist sogar im Gebet ausgedrückt, nicht? Also da steht heute hier, du hast dem heiligen Bischof Athanasius den Geist der Kraft und der Stärke verliehen, sodass er die Lehre von der wahren Gottheit deines Sohnes unerschrocken verteidigte. Also dieses Unerschrocken, nicht auf die eigene Ehre sehen. Was das mit jemandem macht, der in der Kirche Verantwortung trägt, wenn dann ein Shitstorm über ihn niedergeht, weil er irgendetwas klar sagt, eben in der Lehre. Wenn er selbst vielleicht von den eigenen Leuten eben jetzt ultrakonservativ, ja, also was hätte man damals alles über den Athanasius gesagt, ein Ultra, ein Fundi, ein Traditionalist, ja. So wie die Italiener sagen, ja, sono cattolico, ma non fanatico. Das heißt, katholisch bin ich schon, aber nicht fanatisch. Unter fanatisch verstehen sie dann, dass man am Sonntag in die Kirche geht. Ja. Und unter katholisch verstehen sie, dass man es liebt, dass die Glocken läuten und dass es zu Weihnachten Panettone gibt. Nicht? Also das ist dann schon der ganze Ausblüte des Katholischseins. Ja. Also da muss man sehr aufpassen, ja, und wirklich noch einmal zum Schluss am Fest des heiligen Athanasius. Wir beten für die ganze Kirche um Glaubensstärke, um Mut, um Bekenntnismut. Amen.